Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Toca Boca. Wir haben ein kostenloses Update bekommen, das ich euch heute unbedingt zeigen möchte, denn es ist richtig, richtig cool. Um euch das kostenlose Update zu zeigen, bin ich auch auf meinem kostenlosen Account auf dem iPad. Ihr seht gerade, die Sandy sieht ein bisschen anders aus und das kommt nicht daher, dass ich sie irgendwie anders gemacht habe, sondern einfach, dass die kostenlose Sandy auf einem anderen Account einfach ein bisschen anders aussieht. Okay. Und falls ihr irgendwelches komisches Tappen hört, dann ist es einfach mein Apple Pencil, bevor ich euch das mega coole neue Update zeige, das völlig kostenlos ist, holen wir unsere Geschenke ab. Das ist mega cool. Ich habe sie noch nicht abgeholt. Ihr seht gerade, sie sind von Ostern und ich bin schon mega gespannt. Oh mein Gott, das ist mega süß. Als ob, guckt mal, was wir alles Cooles bekommen haben. Das ist zuckersüß. Wir sind jetzt quasi kleine süße Hasen. Ich bin hier auf einem komplett kostenlosen Account, Leute. Das heißt, ihr bekommt das alles kostenlos. Holt es euch unbedingt ab. Es ist mega süß. Aber Geschenke in Toca Boca sind nicht wirklich was Besonderes. Wir bauen uns jetzt ein neues Haus irgendwo hin. Also wir haben nur ein Haus. Ich habe vielleicht mein Haus dafür abgerissen. Wir bauen einfach jetzt ein nagelneues Haus. Das ist letztendlich das einzige Haus, das man bekommt, wenn man keine besonderen Toca Boca Pässe hat. Und wir gucken uns jetzt die neuen kostenlosen Items an, die wir bekommen haben. So, wir sind im Haus angekommen und um die kostenlosen Items zu finden, müsst ihr hier auf Möbel gehen und dann hier auf das kleine süße Auto und dann seht ihr extrem viel Müll. Ich hätte gesagt, man meint nicht, dass da coole Sachen bei rauskommen, aber wir haben nicht nur Müll bekommen, denn wenn wir diese Sachen hier reinziehen, also nicht alle, aber relativ viele Sachen, wenn wir die hier reinziehen und dann draufklicken, seht ihr das? Dann haben wir wunderschöne neue Sachen, die wir nutzen können. Ich liebe vor allen Dingen diesen wunderschönen Stuhl. Und guckt mal, sieht es nicht mega gut aus? Jetzt wartet mal. Hallo, hallo, hallo. Ein paar Sekunden später. So, wir könnten jetzt hier zum Beispiel, wir könnten alles Mögliche machen. Wir könnten zum Beispiel ein Büro machen oder irgendein Wohnzimmer oder so. Das sieht mega toll aus. Diese Sachen hier sind zum Beispiel nur kaputt. Das ist wirklich nur Abfall. Aber es ist irgendwie auch schön, wenn man ein bisschen Abfall dabei hat, oder? Also, I don't know. Ich finde es immer cool. Guck mal, hier ist ein Pizzakarton. Ein alter. Richtig nice. Okay. Lasst uns mal ganz kurz das Bild hier aufhängen. Denn ich glaube, das sieht ganz cool aus. Und dann bräuchten wir irgendeinen Tisch oder so. Dann können wir die hier draufstellen. Das sieht doch mega süß aus, oder? Und das Teil, ich weiß nicht, passt das hier irgendwo hin? Ich hätte auch gesagt, dass wir das Bild ein Stückchen höher hängen müssen. Das hätte ich bei dir nicht rausbekommen. Und wir können das jetzt zum Beispiel hier hinstellen. Und das zum Beispiel hier ins Eck. Das könnten wir auch aufhängen. Das sieht doch mega süß aus, oder? Eine Minute, 37 Sekunden später. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch alles hier ein bisschen verändern, dann sieht es mega hübsch aus. Also ich bin richtig krass begeistert. Schaut mal, wie schön wir das hier machen können, oder? Später. Dann können wir das Ganze noch ein bisschen schön dekorieren mit den Dingen, die wir halt einfach haben. Also ich habe jetzt das zum Beispiel hier einfach alles genommen, was wir im Moment im Build-Mode haben. Aber wir haben ja auch noch ein paar freie Welten, wo wir auch noch Sachen nehmen können. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einfach mal hier noch einen Laptop und vielleicht irgendein mega cooles Handy. Und dann sind wir zurück und können das Ganze letztendlich hier einfach schön herrichten. Und dann haben wir komplett kostenlos ein mega schönes Büro gemacht. Also ein bisschen messy, was mir immer persönlich mega krass gut gefällt. Und ich finde es richtig, richtig schön. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Habt ihr was aus den neuen Sachen gemacht? Oder sagt ihr, die gefallen mir irgendwie nicht so gut? Ich finde sie mega, mega toll. Mir gefällt vor allen Dingen die Lampe. Guckt mal, wie wunderschön die Lampe ist. Wir könnten eigentlich alle Lampen anmachen. Und das Bild finde ich einfach richtig, richtig toll. Ich danke euch aber auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!